Okay, weiter geht's. Ich wollte noch mal kurz mit der Lehrerin reden. Es tut mir leid. Oh, hab ich schon. Also es kommt nichts mehr. Go on, Max. We'll talk again. Okay, Real soon. ja, nee, ich hatte schon alles gemacht. Okay, dann würde ich sagen, ja, reden wir anscheinend mit Jefferson, ne? I bet Mr. Jefferson has had to deal with a lot of troubled students. Bevor wir in die Klasse gehen. Ich sollte zum Kunstunterricht. Ja, reden wir mal vorher, bevor ich in die Klasse gehe. Excuse me, Max. Can you come over here? Oh, das wäre wohl Sure. auch You look sonst worried. passiert. Is everything okay? Sorry to bother you, Mr. Jefferson. I'm only bothered when you avoid turning in photos. But you know this. So what can I do for you, Max? Just between you and me, I'm worried about Kate Marsh. That's no secret. Word on the street is that you and Kate had a little confrontation with our security chief yesterday. Ja, mit David Madsen. I stepped in between David Madsen barking all up in Kate's face about something. She doesn't deserve that. Of course not. Mr. Madsen isn't the most gentle soul. Do you have proof he instigated the situation? My word isn't good enough? The one time I choose not to take a picture. Oh, Always nein. take the shot. My number one rule of photography. And Max, I promise this matter is being discussed by the faculty. I assume you know about this viral video? Jeder weiß davon. Everybody knows. That's why I wanted to see you. Kate is being humiliated daily. What if Kate brought this on herself? She means well, but maybe she doth protest too much. She seems Nein. like she's holding back the truth. Have you talked to her? Sicherlich nicht, Jefferson. Da liegst du falsch. Ja. Yes, I talked to her on the phone today. She needs friends and support now. I just don't want Kate Marsh to become the next Rachel Amber. Rachel Amber? What does she have to do with Kate? With all her missing persons posters around, it's hard not to think of her. I miss Rachel too. But think about yourself, Max. Principal Wells told me about what you said happened in the bathroom. Also, ich hab, es war schon privat? That was a private conversation. Not that I wouldn't tell you. This is a serious accusation, Max. So you don't believe me? I would never make something like this up. I hope so, Max. But it's easy to point fingers. If Mr. Madsen claims you might be a pot dealer as he did, should I believe him? Listen, should I... Excuse me, Max. Hello? Yes? Hold on. I have to take this, so just go into class and I'll be there soon. Yes. Na? Hm? Fährt man da irgendwas? Aha. Wahrscheinlich nicht. Sure, okay. Listen, Hä? I do have a class I have to teach. I have to go. War da jemand? Ich habe niemanden gesehen. Okay, I'll do that. Okay, ich glaube, da fährt man nichts. Stella is smart to stay out of all the drama. Ja. I guess I'm out of time to turn in a photo for the contest. Irony. Da haben wir wieder das, den Zeitwitz. How do I look, Taylor? You Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Ich höre schon wieder Victoria. Toll. Stimme ist schwer zu überhören. Arcadia Bay looks way more majestic here. Das ist der Leuchtturm. Whoa, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. Oh, ich kann ein Foto I bet machen. He gets pristine digital images. But I still dig my little instant camera. Alyssa really lives for her classes. Sprechen wir erst mit not ihr? Now, Max. I'm contemplating shit. Ah ja, ganz offensichtlich. Du starrst da im Fenster raus. Das ist nicht meditieren. Aber okay. Es sei denn, es ist irgendeine Form von Meditation, die ich nicht kenne. Okidoki. Na, Daniel? Daniel is always on the outside looking in. What's up, Daniel? Waiting to draw Dana after Hayden gets his paparazzi on. I hope you liked the sketch I did of you yesterday.
Bin etwas beschämt. Of course. But believe it or not, I get embarrassed thinking about people looking at me. Trust me, I understand. Someday your portrait may hang in the Daniel de Costa wing of the Louvre. We'll talk about it later. Na, der hat Selbstvertrauen, hä? Auch wenn man es ihm nicht anmerkt. You want that portrait now? Seriously? Let's talk later. Okay. That's a great sketch of Dana. Daniel is the real deal. Na, Hayden? It's hard to not like Hayden because he just doesn't give a shit. Ich schätze, er ist okay. I'm kind of doing something now, Max. Ja, du machst Fotos, ich sehe es. Na, Dana. Dana is ready for her 15 minutes of fame. Ja. No time to talk, Max. Posing in progress. Ja, ich sehe schon, du bist sehr beschäftigt. Do you think Max will be pissed we're sitting at her desk? Na? Oh, I'm sure she'll report us to the principal. Like I give a flying fuck. Na, ihr beide. Don't you lie to Mr. Jefferson, like he gives a shit. Like anybody does. Max is such a little... Shh, I think she can hear us. Der hat Kratzer auf dem Gesicht von mir noch. Ja, na dann. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my Ich beachte pictures. Euch gar nicht, ich mache erst mal... I could pump out a whole gallery show with that thing. Ich gucke erst mal das andere an. I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Ich dachte gerade ehrlich gesagt, Max wäre fertig, deswegen habe ich schon hier das angeguckt. Die, mit den beiden beschäftige ich mich erst ganz am Schluss. Na, Taylor? Kann man mit ihr irgendwie was anfangen? I like Taylor's artistic side, not her personality. Ah, wir wissen jetzt ein bisschen mehr, wie Max über sie denkt. Mhm. No time to talk, Max. Art in progress. Aber das ist häufig so, habe ich das Gefühl bei Max. Aber ich mag auch nicht die Persönlichkeit von Taylor. Also nicht so wirklich. So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. Gives me hope. Aber wenn ich sage, ich mag jemanden nicht, dann heißt es auch nicht, dass ich diejenigen hasse oder so. Es ist einfach so, ja, ihr seid jetzt nicht so. Ich meine, sie tut so, als ob sie überhaupt nichts mit dem Mobbing zu tun hätte von Kate und verharmlost das alles grundlos unverschämt. Mobbing sollte man niemals verharmlosen. I can't believe the principal lets him stay in school after I told him what happened. Even if Victoria ignores me, I'm glad we talked yesterday. Okay, es regnet draußen. Sie guckt immer noch raus. Jefferson ist immer noch bei seinem Gespräch, oder was? Okay. Okay, ich schätze, das endet nicht, wenn ich jetzt nicht mit einem von den beiden rede. Super. Also rede ich mit... Ja, Victoria. Ich rede mit Victoria, wenn es unbedingt sein muss. Better be quiet, Victoria. We have a master snitch and liar here. Did you think we were best friends forever or something? Nein. Not at all, Victoria. Max is such an attention whore. You would know. Can I sit down now? Oh, please do. Take a selfie of this moment. Yeah, Max. So I won't forget you. Yeah, Max. Assholes. Ja, echt mal. Ich wäre da auch mega angepisst. Wer wäre da nicht angepisst? Oh, na, Max. Ich dachte jetzt kurz, sie zeichnet was. Oh nein, das ist Kate. Okay, why is David taking photos of Kate? Now this is so wrong and weird. Sollte Kate nicht eigentlich auch hier sein? Wo geht sie jetzt hin? Oh, hi. Der hat immer noch ein blaues Auge von ihm da. What up, Max? Hey, Warren. I saw Kate earlier and her eyes were puffy from crying. Kate has a lot on her plate. I didn't know what to say and she didn't tell me anything. Okay, I know you love me, but if you're not in this class, beat it. Everybody else, please sit down. We have a lot to cover today, and so little time as usual. I see all the usual suspects here. Anybody seen Kate Marsh? I think everybody has seen Kate Marsh by now. She's not feeling good. It's cool that Mr. Jefferson published his own little book of photo tips. Sounds like you're giggling about a video gone viral. Maybe it involves a student or a friend.
I wonder how it would feel to have false images of yourself shot out all over the world for people to judge. I guess Kate will miss class now. Usually, people need something I'm worried to about so her. Take a good look at themselves. Das hat Chloe für eine Nachricht geschickt. Oh, ich habe ja alle Fotos übrigens von Episode 2 mit dem letzten, wo Alyssa am Fenster steht. Tagebuch gucken wir gleich nochmal oder so. Chloe, Max, du hättest Frank eine Kugel verpassen sollen, statt ihm die Knarre zu geben. Chloe, sag sowas nicht. Keiner will das. Zu spät zum Zurückspulen? Ja. Damit ist alles gesagt, würde ich sagen. Nein, Chloe, ich bin der Meinung, dass wir das richtig getan haben, dass wir nicht auf ihn geschossen haben. Dann erinnert er sich auch nicht dran, dass wir jetzt auf ihn geschossen haben, weil wir es ja eben nicht getan haben. Dann hat er zwar die Waffe, aber ganz ehrlich, vielleicht nicht schlecht. Vielleicht hat sich Chloe damit nur selbst verletzt. Was weiß ich. Chloe ist echt... Nee, mir gefällt es nicht mit den Waffen. Vielleicht ist es ganz gut, dass er sie hat. We can thank reality TV for some of that. In the end, we can only blame ourselves for participating. Speaking of participation, there are a few souls here who have yet to enter a photo in the contest. Ja, ich habe noch like Max Caulfield, for example, who I know can't wait to enter, right? A moment. What's your problem? Alles. I'm sure you read the syllabus like it was a Harry Potter book, so you must know today we're studying chiaroscuro. That beautiful word about the contrast between light and dark. Er denkt auch, dass er total modern ist, oder? Visual power. It's basic yin and yang. Black and white images are effective precisely because of their contrast. Okay. Although we don't technically see in mind. Yo! Some crazy shit is going down in the girls' dorm! Zachary, do not come into my class like that ever again. Listen, everybody remain seated. Dismissed. See that? Is this for real? Bitch flipped out. I didn't think she was that messed up. Oh nein. Kate! Oh scheiße. Oh God. I have to do something to help her. Not again. Not now. Oh nein, 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 nein. I have to try something. I won't be able to rewind again and again. Scheiße. Wow. Sie hat die Zeit angehalten. Wow. Oh mein Gott. Kate ist noch auf dem Dach. Kate ist noch auf dem Dach. Wir haben es noch geschafft. Shit. Oh mein Gott. Max. Max, du kannst es schaffen. Du kannst es schaffen. Shit. Nein, nein, nein. What are you doing here, Max? Oh nein. Stop. Don't Scheiße, es funktioniert nicht. It won't work. I don't have any power. Now Scheiße. I have to do this by myself. Max, seriously, don't come near me. I will jump. Okay, okay. I'm right here. Kate, please. Oh Max, I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. Du bist wichtig. You matter, and not just to me. I do want to believe that. Kate, your life is still yours, and we can get through this together. Let me help.
Like I helped by erasing all that crap people wrote on your room slate. I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich bin schon sehr berührt gerade. Du bist meine Freundin, Kate. Of course I worry. You're my friend, Kate. I did feel better talking to you on the phone. I always feel like you really listen. Kate, please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. That's your story now. How can I trust you? What about this morning when I needed help? You told me to do nothing. Scheiße. Okay, was kann ich sagen? Zu gefährlich für uns? Ich war mir nicht sicher. Es ist eigentlich wahr, ich war mir nicht sicher, aber ich glaube, ich sammle Beweise, ist das Beste, oder? Ich sammle Beweise. Kate, I'm gathering proof that Nathan Prescott drugged you. And you're not the only victim. So you have to help me take Nathan down. Nathan Prescott? That makes sense. He's a scumbag. You have proof now? Soon, then straight to the police. Think of it like we're cleansing Blackwell. You do have my back, Max. That's the first time I've felt hopeful in a week. Good. We all need to have each other's backs. So, I want you to come with me now. Please. You don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Unless I put myself to sleep. Then everybody at Blackwell can post pics of my body. I'm horny on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. Sei stark. Kate, this is our chance to beat the bullies. That's the only way we can win against them. Can we really, Max? I don't believe in miracles anymore either. Now I do. You're part of the reason why. This is... If you come down with me, I can tell you more. Das ist traurig. You're such a good person, Max. Even if you're full of crap. Oh, scheiße. But I'll come with you. You're my friend. Okay. Forever. Komm, Kate. Can we hug on it? No. Nobody cares about me. Nobody. Aber... Die kümmern sich alle um dich. Okay, Moment, sie hatte... Ich weiß es nicht. Ach, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich hab's gerade nicht mehr im Kopf. Scheiße. Ich weiß, die Mutter hat zwar sowas geschrieben, aber das heißt doch nicht, dass sie sich nicht um sie kümmert, oder? Das heißt doch nicht, dass ihre Mutter, dass es ihr egal ist. Vielleicht liebt sie ja sie liebt sie wahrscheinlich trotzdem. What about your mother, Kate? You'll destroy her. She doesn't care about a video. She loves you. You don't know my mother at all. Oh nein. She already thinks Satan has me. Scheiße, scheiße. To hell. Let's prove it. No. Nein. Kate, please stop. Listen. This isn't the end, Kate. There's no way God doesn't have big plans for you here. Scheiße, ich habe das falsche gesagt. Max, but God put me on this roof. Oh scheiße, ich weiß es nicht mehr. Selbst mal seine Sünde ist falsch. Okay. How does that proverb go? When justice is done, it brings joy to the righteous, but terror to the evildoers. I don't believe in justice, Max. I don't believe in anything anymore. Oh nein. No! Nein! Scheiße, scheiße, nein, das... Oh, ich bin so ein Depp. Scheiße. Oh nein. Scheiße. Einerseits
ist das zwar so eine Story, wo man mit den Konsequenzen seiner Entscheidung leben soll, aber ganz ehrlich, Max verdient das nicht. Max verdient es nicht, dass ich so dumm bin. Max verdient es nicht, sich scheiße zu fühlen, nur weil ich so dämlich war und die falschen Sachen gedrückt habe. Nein, das ist nicht fair. Nein. Ich werde das nicht akzeptieren. Niemals. Das wird jetzt nicht die Geschichte sein, wie es weitergeht. Scheiße. Nee. Entschuldigung, aber nee. Wir machen das jetzt hier nochmal. Auf jeden Fall. Tut mir leid. Das kann ich nicht weitermachen. Ich würde mich so scheiße fühlen für Max. Ich würde mich so schlecht fühlen. Ich hätte so ein schlechtes Gewissen. Nee. Das machen wir nochmal und wir sehen uns bis gleich, wenn ich es dann nochmal probiere und hoffentlich dann diesmal die richtigen Sachen drücke. Okay. Ach, tut mir leid. Tut mir leid, Max. Tut mir leid.